Hey meine Freunde und willkommen zu einem kleinen Vlog. Also, heute ist es soweit, wir holen die kleine Katze ab. Wir haben ja in einem Real Talk habe ich gesagt, dass wir uns eine neue Katze holen. Und ich habe auch gesagt, dass ich euch mitnehme und ein paar Vlogs mache. Ich habe übrigens einen Schwamm gefunden. Das machen wir jetzt. Wie gesagt, wir nehmen euch mit. Also ich nehme euch mit, also wir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einfach mal bei der Katze, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich nicht drin filmen, weil das ein bisschen komisch kommt. Aber dann spätestens im Auto wieder, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Weil das ist ja eine kleine Katze, ne? Die muss man sich angucken. Hat noch einer was zu sagen? Nein, anscheinend nicht. Gut, also. Schatz, bist du bereit? Ja, warte, nee, ich noch nicht. Ich muss noch auf Klo. Meine Haare sehen übrigens extrem scheiße aus. So, wir sind jetzt hier bei dem, wie nennt man das? Bei den kleinen Typen. Hallo Hundi. Hi, na? Alles gut? Gut. Nee, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier, wo wir den Kleinen abholen und wie man sieht, vielleicht im Hintergrund, ich weiß jetzt, okay, im Hintergrund sieht man wahrscheinlich gestrüppt. Das ist ein Bauernhof, aber wie gesagt, die kann man jetzt nicht mit rein, das kommt ein bisschen scheiße. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich schnippe jetzt und dann ist die Katze hier, okay? Auf geht's. So, wir haben den Kleinen jetzt hier und ich muss immer sagen, mir tut das immer voll in der Seele weh, wenn man so einen Kleinen ihren Eltern, also naja, eher der Mutter, ne, ja, nur wegnimmt und nicht, also und den Geschwistern und... Oh. Der ist doch süß! Ja, aber das tut immer voll leid, gib mal die Kamera. Das tut mir immer voll weh, weil guckt euch den mal an. Ich meine, der ist ja gut, ne, guckt euch den kleinen Kuten an und der ist schüchtern. Der wird auf jeden Fall schon mal kein YouTube-Star, so. Also so wirst du kein YouTube-Star, mein Freund, ne? Wir haben leider noch keinen hundertprozentigen Namen für ihn. Aber darauf gehen wir am besten gleich einmal auf. Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück, weil ich glaube, es ist ja auch Stress für ihn. Deswegen möchte ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen und... So, wir sind in der Zwischenzeit zu Hause angekommen. Ist auch ein bisschen mehr Zeit vergangen als geplant, da ich direkt wieder los musste, da ich auch einen Arzttermin hatte. Und ja, wir werden den Kleinen jetzt erstmal noch ein bisschen ruhen lassen. Er ist hier unten unterm Tisch. Ich kann ihn gleich jetzt nochmal kurz zeigen, ja. Ganz kurz, ja. Ich meine, Autogramm gibt es später. Werden wir mal sehen, was da noch herauskommt. Warte mal, ich versuche ihn euch jetzt nochmal kurz zu zeigen, falls ich ihn finde. Falls er da überhaupt noch ist. Also, ja, da ist er noch. Wartet mal. Passt mal auf. Da ist der Kleine. Ich meine, er ist ein bisschen zensiert gerade, aber funktioniert schon, oder? Name haben wir hundertprozentig noch nicht. Ich hatte ja im Real Talk schon mal angesprochen, wie er eventuell heißen könnte. Da war die Abstimmung Baloo oder Murphy mit Gleichstand, mit 33% jeweils. Deswegen, wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir ihn nennen werden. Ich glaube, mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Wenn noch heute was passiert, dann werfe ich die Kamera nochmal an, aber ansonsten... Bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem weiteren Vlog wieder. Wie gesagt, so klar, zum Knacken. Ich hoffe, ich habe es gut verarbeitet und gut verpackt, dass es noch ein bisschen unterhaltsam ist und so. Ich habe noch eine andere Ankündigung, aber die werde ich erst im Laufe der Woche wahrscheinlich oder Laufe nächster Woche bekannt geben. Ja. Übrigens gibt es jetzt was zu essen, was Kleines. Ne, Dicker? Sag mal. Perfekt. Was? Ja, weiß ich auch nicht. Nudeln mit Tomatensauce, mehr gibt's bei uns nicht. Und so läuft das hier den ganzen Tag, wenn man in der Küche sitzt. Genau, wir machen nichts anderes außer in der Küche sitzen und top. That's the life. Of magic. So ungefähr. Oh, Dicker.
Ich glaube, das war's so im Großen. Vielen Dank fürs Zuschauen, oder? Oder hast du noch was zu sagen? Nee. Sicher? Ja. Okay.